Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Dragonflights unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und Erfolge und dann erkunden Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement, bitte recht freundlich. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Macht mit der Selfie-Kamera Fotos von allen Vögeln und Vogelbeobachtern auf den Dracheninseln, die unten aufgeführt werden. Das sind eine ganze Menge, sind insgesamt 20 Stück. Einen habe ich schon, das ist St. Avis, der droppt unter einem Mount, habe ich schon mal ein Video zu gemacht, wo man den aber finden kann, beziehungsweise auch alle anderen, werde ich euch jetzt mal zeigen. Dafür gibt es übrigens auch einen Bonustitel, und zwar Vogelbeobachter oder Vogelbeobachterin. Als allererstes, bevor ihr lostigern könnt, braucht ihr ein Spielzeug, und zwar schimpft sich dieses Spielzeug einmal Selfie-Kamera. Warte mal, ich kann euch das jetzt mal kurz hier herziehen. Da haben wir es, Selfie-Kamera 2.0. Und wenn ihr die benutzt, dann könnt ihr dementsprechend ein Selfie von euch machen, auch mit irgendwelchen Filtern und Spielereien. Alles dieses Zeug braucht ihr nicht. Das Einzige, was ihr braucht, ist quasi hier das Bild zu machen. Warte mal, können wir da auch ein bisschen weiter raus? Ne, das Selfie ist immer nah anscheinend. Und ihr müsst dann quasi ein Selfie machen mit euch drauf, ne, was ihr ja quasi immer habt, und mit dem Vogel oder Vogelbeobachter im Hintergrund. Wenn ihr jetzt diese Selfie-Kamera nicht habt, dann werde ich euch einmal noch mein Toy-Guide-Video verlinken. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Und ja, wenn ihr es schon habt, dann können wir direkt loslegen. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen diese ganzen Vögel einmal fotografieren. Und dazu bin ich schon mal am ersten Spot. Ich befinde mich hier in der Küste des Erwachens. Und zwar hier in der Mitte von dem Fluss auf den Koordinaten 49, 69. Und ihr seht schon, Handynotes zeigt es mir jetzt an. Drachenschwinge fliegt hier rum. Und das ist ein Vogel, der quasi einfach hier im Tal hin und her fliegt. Und der ist tatsächlich auch rare, wird aber nicht als rare angezeigt, was ein bisschen komisch ist. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn mal hier abpassen. Hier fliegt auch noch so ein Sliverin oder wie der heißt rum. Sollen wir mal gucken, von welcher Richtung er kommt. So, nach längerem Warten ist er jetzt endlich hier. Ich habe jetzt bestimmt 5 Minuten gewartet, bis er da vorbeifliegt. Mir wurde jetzt auch erzählt, dass der anscheinend eine relativ lange Route fliegt. Also irgendwie hier in diesem Canyon, würde ich jetzt mal sagen, fliegt er halt einmal rum, die komplette Route, und dann irgendwie hier so rum, wieder komplett zurück, und irgendwie da hinten muss er auch umdrehen. Also der fliegt da einmal rum. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewartet und es hat bestimmt 5 Minuten gedauert, bis er gekommen ist. So, ich habe ihn jetzt einmal gepullt und jetzt machen wir mal die Selfie-Kamera an und gucken uns das mal schnell an. Oh, ich bin gerade mit meinem zweiten Account eingeloggt, dann spackt das hier immer ein bisschen. Das ist natürlich jetzt ungünstiges Timing. Ich hoffe, der rippt mir jetzt nicht weg. Der ist übrigens auch ein Rare-Mob, ne? Ihr seht es hier oben. Also der hat hier dieses Sternchen drauf. Schauen wir mal, ob das zählt. Machen wir mal einmal ein Bild. So, Bild ist gemacht. Jetzt gucken wir mal. Ah, da ist er. Okay, also das hat funktioniert. Bei dem anderen habe ich übrigens, bei dem St. Avis, habe ich den gekillt und danach ein Bild gemacht. Das hat auch gezählt. Also das hat jetzt hier funktioniert. Den können wir jetzt noch töten. Der bringt auch tatsächlich ein bisschen Loot. Und ich wusste gar nicht, dass hier auch ein Rare rumfliegt. Und ihr seht, auf der Map wird der nicht angezeigt. Also das Beste, was ihr machen könnt, ihr stellt euch an den Steg hier hin, schaut halt immer in beide Richtungen, also er kann von links und rechts kommen, und pullt ihn dann her, macht ein Bild. Oder wenn ihr keinen Bock habt auf Warten, dann fliegt er halt hier das Ding ab und sucht ihn halt, ne? Aber es kann halt sein, dass er an ihm vorbeifliegt. Wahrscheinlich ist Warten die bessere Alternative. So, gab noch ein bisschen Loot. Ah, Temok haben wir auch noch eingestrichen. Wunderbar. Gut, dann schauen wir uns den nächsten an. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar ein Stückchen weiter, wo wir eben waren. Hier sind wir auf den Koordinaten 42, 69, und da haben wir den territorialen Axtschnabel. Und ja, die gibt es eigentlich öfter hier auf der Küste des Erwachens. Und ja, der fliegt einfach da hinten rum. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn fotografieren können, ohne dass wir ihn pullen müssen. Ich habe schon wieder irgendwie sowas Besonderes an. So, Bild ist gemacht. Das hat schon mal nicht gezählt. Nehmen wir uns mal ein bisschen hin. Machen wir einfach mal ein paar Bilder. Nee, wenn er dann nicht will. Ah, jetzt hat es gezählt, habt ihr gesehen. Dann können wir ihn auch pullen und dann ist er auf jeden Fall auf dem Bild drauf. Gut, also ich zeig's nochmal auf der Map. Hier oben neben der Flagge waren wir gestanden, ne? Da. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar haben wir jetzt den vergessenen Greif hier hinter mir. Das ist ein Rare, der ist nicht immer da. Der kann ein bisschen dauern, bis du den findest. Und zwar ist der auf den Koordinaten 32, 75. Und ja,
also bei mir ist der ab und an da, der wird auch nicht sofort umgehauen, weil der 5 Millionen Leben hat. Heißt, wenn ihr Glück habt, dann findet ihr den. Den sieht man übrigens auf der gesamten Map auch als Mark, ne? Also der, den überseht ihr tatsächlich nicht. Gut, dann machen wir jetzt ein Foto von dem Kollegen noch. Mal aus mehreren Winkeln. Vergessener Greif ist dann auch abgehakt. Wunderbar. Also hier nochmal ganz oben auf dem Plateau ist er oben drauf, ne? Und wie gesagt, man hat da ein relativ großes Mark für. So, udala, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar habe ich hier hinter mir Onara. Und ja, wo sind wir? Wir sind einmal in der Ebene von Onara und zwar hier ganz oben auf dem Berg auf den Koordinaten 57, 31. Also nicht in diesem Marukai-Lager, sondern ganz, ganz oben auf dem Berg. Und dort ist Onara und da machen wir jetzt auch mal ein Bild von. Schauen wir mal, dass wir sie einmal mit drauf kriegen. Guck mal, ich habe vorher einen Disconnect gehabt, dementsprechend... spackt jetzt bei mir wieder einiges rum. Okay, gehen wir mal aus der Kameraansicht raus und gucken mal. Genau, Onara haben wir jetzt auch und dann können wir wieder weiter. Ich fliege jetzt mal einen Ticken hoch, dass ihr seht, wo wir jetzt genau sind. Also da unten haben wir das Lager und ihr seht hier oben bei dieser riesen Statue, da ist quasi dann auch Onara und die könnt ihr einmal abfotografieren. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar habe ich hier den schlemmenden Bussard. Und der befindet sich in Onara hier hinten bei den Koordinaten 75, 39. Da müssen wir ein bisschen gucken, da sind relativ viele feindliche Gegner. Okay, feindliche Gegner sind ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine, feindliche Mob so rum. Und dann kann ich mir, nee, im Stealth geht das leider nicht. Fotografieren wir mal und schauen mal, ob das geklappt hat. Schlemmen der Bussard, okay, ohne ihn zu pullen. Oh, da ist vorwärts und rückwärts vertauscht mit der Kamera, okay. Gut, den haben wir dann auch einmal. Also wie gesagt, das sind einfach hier diese Bussards an dem Lager hier dran, aber da sind relativ viele Gegner. Klickt mal nochmal hoch, dass ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Also hier haben wir das Lager und da unten links vom Lager sind die dran. Gut, dann einmal weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinde ich mich jetzt hier bei den Koordinaten 62, 56 und hier können wir gleich ein paar mehr holen. Und zwar sollen wir hier eigentlich den Wiesen-Onara besorgen. Und den holen wir jetzt einmal. Der ist da oben. Schauen wir mal, wo haben wir die Kamera? Da haben wir sie. Also Wiesen-Onara. Ich glaube, er ist so halb auf dem Bild drauf, oder? Schauen wir mal, ob es gereicht hat. Wiesen-Onara ist drauf. So. Und jetzt habe ich noch zwei andere gesehen. Und zwar Vogelbeobachter. Harlin Wolkenfeder und Palla des Flügels. Diese beiden. Die hocken nämlich. Warte mal, die Kamera kurz weg. Die hocken nämlich da hinten in diesem verfallenen, ja, Pavillon, sage ich jetzt mal dazu. Seht ihr? Da haben wir den Palla des Flügels und den Halia Wolkenfeder. Mir wurde vom Handy Notes gesagt, dass die beide hier oben hocken, wie ihr seht. Die habe ich aber hier nicht gefunden. Also die waren da schlichtweg nicht. Und komischerweise habe ich sie jetzt gerade hier in dem Pavillon hocken sehen. Also werden wir die jetzt einfach auch mal fotografieren. Ich vermute, dass die immer an anderen Spots sind, immer wo irgendwelche Vögel sind. Und dass man die halt einfach zufällig findet, in Anführungszeichen. Vielleicht sind sie ja bei euch auch hier, ne? Wenn ihr Glück habt. Schauen wir mal. Haben wir beide jetzt gekriegt? Ja, seht ihr, 1 und 2 haben wir beide. Wunderbar. Das war jetzt echt Zufall, dass ich die hier gefunden habe. Auch auf WoW Head waren die Koordinaten nicht drin gestanden. Ja, manchmal läuft's. So, Dala, ich bin dann am nächsten Spot und ich habe wieder einen Rare gefunden. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Den interrupten wir mal. Neregar Zurai. Also Blizzard ist echt eine Frechheit mit den Namen. Ich muss immer gucken, dass ich richtig aussprechen kann. Und ja, wo haben wir den? Ich befinde mich einem... Achso, warte mal, der wird hier sogar mit meinem Addon angezeigt, wo der rumläuft. Also, das ist ein Rare. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 59, 74. Und ihr seht schon, hier Handy Notes zeigt mir einmal seinen Laufspur an. Also, das ist ein bisschen weird, wo der rumrennt. Und ja, von dem machen wir jetzt auch einmal ein Bild, hätte ich gesagt, fürs Achievement. So, komm, recht freundlich bitte. Mal, ob das gezählt hat. Wo ist er denn... Ja, doch, hat gezählt. Wunderbar. So, Kollege, jetzt geht's dir ins Leder. Der droppt bestimmt auch... Obwohl, ich habe hier nicht mal irgendeinen Loot-Table mit dabei. Schade. Das ist auch wieder, ihr seht's, ein Rare, der nicht auf der Map angezeigt wird. Naja, gut, Tolles hat er nicht dabei, aber fürs Foto war er gerade recht. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bin ich jetzt ganz da unten, warte mal, ich zeig's euch mal, auf den Koordinaten 31, 64
Und hier können wir einen Rare fotografieren, der schimpft sich Zent Avis. Der ist jetzt gerade leider nicht da, der fliegt hier oben in der Luft ein bisschen rum. Den muss man dann hier runterpullen. Den habe ich tatsächlich schon und der kann auch ein Ei droppen, wo man dann, glaube ich, aus 7 Tagen war es, einen Mount rauskriegt. Deswegen habe ich den schon mal gemacht und damals fotografiert. Da nochmal danke an den Stream raus, dem ich dann, nachdem ich mir das Mount-Ei geholt habe, darauf hingewiesen, dass ich die Leiche noch fotografieren soll. Also sprich, ihr könnt auch die meisten toten Mobs fotografieren und kriegt dann trotzdem den Credit. Also müsst ihr halt einfach hier dann ein bisschen nach oben gucken und dann, wenn er da ist, ne? Oder es gibt auch ab und an Gruppen im Tool mit Zent Avis, aber da müsst ihr halt schnell sein, ne, dass er ihn kriegt. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar ein Gebiet weiter geswitcht. Hier sind wir jetzt in quasi am Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 16, 27 und hier soll ein blauer Schrecken sein. Und dieser blaue Schrecken ist ein Rare, der hier oben sitzt. Hab den vorher auch noch nie gesehen. Auch der wird quasi wieder nicht auf der Map gemarkt. Und ja, den können wir dann quasi einfach hier runterpullen. Oh, ich hätte wahrscheinlich einfach auch so vorher ein Foto machen können. Warte mal, gucken wir mal. Ein paar Fotos. Schauen wir mal, ob es gezählt hat. Wo ist er? Blauer Schrecken, ja, hat gezählt. Heißt, jetzt können wir dem wieder an den Kragen gehen. Und dann quasi auch wieder weiterfliegen. Also ich zeig's nochmal, hier oben auf dieser Tannenspitze war er drauf gesessen, ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob der selten ist. Ich mache das jetzt relativ spät abends. Kann sein, dass ihr auch für den ein bisschen campen müsst. Eine Option ist natürlich auch immer Server hoppen, ne? Falls ihr den jetzt gerade nicht findet. Gut, das war's eigentlich wieder. Dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. Ah, nice, ich habe nochmal einen Plan gekriegt. Hat sich schon mal rendiert, den umzuhauen. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir jetzt Hornstibitz, schimpft sich der Vogel. Der fliegt hier so ein bisschen im Kreis rum, so wie es aussieht. Wir laufen dem mal ein bisschen nach. Machen wir mal einen Mark drauf, dann zeige ich euch, wo ich bin. Also ich habe hier gestartet bei den Koordinaten 36, 36 und da ist er dann losgeflogen, als ich ankam. Und fliegt jetzt halt ein paar Meter weiter. Da hinten hockt er. Ach, immer wenn man hingeht, haut er ab. Okay, wie machen wir das jetzt? Komm, ich pull den einfach. Das wird das Einfachste sein. Er hat jetzt nicht sonderlich viel Leben. Schauen wir mal, dass wir ihn mit drauf kriegen. Ein paar Bilder gemacht. Und wo haben wir einen? Hornstibitz. Ja, hat gezählt. Also ihr, am besten macht das so wie ich. Pullt den einfach. Weil wenn ihr knapp an den ranlauft, ne, ein bisschen in die Nähe, dann haut er schon ab. Okay, droppen tut er leider auch nichts. Aber fürs Foto war er gut genug. Also nochmal auf der Map. Hier sind wir gestartet bei 36, 36 und dann ist er, als ich rangelaufen bin, hier einfach ein bisschen im Kreis rumgeflogen. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar seht ihr, haben wir hier das Vieh schon mal, Kieferstreifer schimpft sich der. Und wir sind einmal hier oben in dem Lager bei den Koordinaten 66, 12. Und ja, den sollte man am besten nicht pullen, weil der hat nur 5 Leben und dann sieht es ganz schlecht aus. Deswegen werden wir jetzt den so wegfotografieren. Ich hoffe, das hat jetzt gezählt. Wo haben wir einen? Kieferstreifer, genau, der hat auch gezählt und jetzt sind es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt gucken wir mal, ob wir die alle in Taldrassus noch finden können. Beziehungsweise ich zeige euch nochmal die Map, also hier oben bei diesen Furbugs in dem Lager, da fliegt er einfach so ein bisschen im Kreis rum. Und wo ist er jetzt hin? Seht ihr da, um diesen Baumstamm, da fliegt er einfach die ganze Zeit im Kreis. Ich guck mal, was passiert, wenn man den anhittet. Okay, der ist gewonshottet. Also das solltet ihr nicht machen, ja? Sonst schaut schlecht aus. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir Liskorn, der Blendende. Und das ist ein Pfau in Taldrassus, der ist hier auf den Koordinaten 36, 72. Und ja, der ist eigentlich auch ein Rare. Den habe ich mit dem hier schon gekillt. Und bei den Twinks habe ich ihn auch schon sehr oft gesehen. Also der scheint nicht sonderlich selten zu sein. Von dem werden wir jetzt auch mal ein Bild machen. Zack. Dann gucken wir mal, ob es gezählt hat. Irgendwas mit L, das könnte der Blendende. Genau, den haben wir auch. Und ja, ich zeige es euch nochmal auf der Map. Kann ich da aus diesem komischen Ding rausgehen? So, jetzt. Dann zeige ich das nochmal auf der Map. Also hier unten an dem Fluss, ne, bei der Gabelung ist der quasi dran. Und da einfach auch ein Foto machen. Und ich habe den die letzten Male jedes Mal hier gesehen, als ich mit dem Twink hier gequestet habe. Also der scheint nicht selten zu sein. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier oben bei den Koordinaten 43, 71. Wieder in Taldrassus. Und hier haben wir die Köchin der Fritteri. Und ja, ich kann mich nur erinnern, bei einer von den Sidequests musste man hier hingehen.
und hat ihr Aussehen irgendwie geklaut. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr die Sidequest nicht gemacht habt, ob es dann irgendwie hier Probleme gibt. Vielleicht ist die dann bei euch auch feindlich. Bei mir ist die einmal verbündet. Und dann können wir jetzt auch mal ein Foto von ihr machen und dann gucken wir mal. Wo haben wir die Köchin? Hat das gezählt? Da, hier. Köchin der Fritteri. Und ja, dann haben wir das auch einmal abgehakt und können zum nächsten weiter. Nochmal hier auf der Map, also hier am Fluss oben dran und dann einfach in die Höhle rein. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir den schillernden Pfau hier. Und den brauchen wir auch noch. Wir sind einmal hier oben bei den Koordinaten 53, 53. Dann würde ich sagen, machen wir von dem auch nochmal ein Bild. Mal, dass man schön mit draufbringen. Und Cheese. Und damit ist der quasi auch raus und wir haben noch 4 Stück offen. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben an dem Fluss dran, da gibt es mehrere von den schillernden Pfauen. So, da jetzt sind wir am nächsten Spot und zwar seht ihr, wir sind in einer Instanz drin und zwar in Etaros. Und hier ist es jetzt so, dass wir 3 Bosse töten müssen. Einmal den Magmahauer müssen wir töten, dann hier den Schuppenschrecken und auch diesen Schmiededude müssen wir killen, Schmiedemeister Gorek. Und wenn wir die 3 getötet haben, können wir zum Endboss und dann spawnt hier in der Mitte eine neue Gruppe. Und bei dieser neuen Gruppe ist dann einer von den Viechern, ein Vogel, Apex-Flammenschwinge und den brauchen wir wiederum. Also ihr müsst dann fast die ganze Instanz durchspielen und die wollen jetzt hier, dass ich wahrscheinlich voll reingehe und ich packe jetzt erstmal meine Kamera aus und fotografiere den Kollegen. So, einmal fotografiert und da seht ihr, hier in der Bärengestalt spackt das ja hier mal komplett rum. Und dann seht ihr, Apex-Flammenschwinge ist einmal dann abgeschlossen und ich zeige es jetzt nochmal. Also wir haben quasi die Instanz, ne, die befindet sich hier in Altaros. Und wenn wir in der Instanz drin sind, dann kommen wir am Anfang hier raus und die ersten 3 Bosse müsst ihr wie gesagt besiegen. Und sobald ihr das getan habt, könnt ihr hier in der Mitte zum Endboss und hier steht dann die Gruppe dran, erst wenn ihr die Bosse besiegt habt. Gut, mehr war es nicht, dann können wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar brauche ich jetzt noch Aves Greifenherz und den habe ich gefunden. Ihr seht, hier sind auch nochmal der Halia und der Palla ist auch nochmal hier. Also die sind an vielen Spots, so wie es aussieht. Und ich bin jetzt wieder in den Ebenen von Onara und zwar hier oben auf den Koordinaten 58, 20. Heißt, wenn ihr die anderen beiden vorher da nicht gefunden habt, dann haben wir hier auch nochmal eine Chance, die zu ergattern. Und auch da werden wir jetzt wieder ein kleines Bild mitmachen. So, und da seht ihr, ist der auch raus. Jetzt sind es tatsächlich noch 2 und die scheinen ein bisschen beschissener zu sein. Da muss man dann auf bestimmte Ereignisse warten und da werde ich jetzt mal gucken, ob ich da noch Erfolg habe. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinde ich mich jetzt in der Ebene von Onara auf den Koordinaten 70, 63 und hier haben wir das Lager der Eilak und das zieht immer um von verschiedenen Spots. Ich glaube, hier oben ist einer und hier ist einer. Und um jetzt den nächsten Vogel fotografieren zu können, müssen wir das Lager der Eilak quasi in dieser Position haben. Warum brauchen wir das da? Und zwar, nur wenn das hier ist, haben wir in dem Lager der Eilak ein Entenfallen-Set. Und das klicken wir jetzt mal an. Und da kriegen wir ein Item raus, wo wir jetzt was zusammenbasteln können. Und dafür brauchen wir ein paar Materialien, urzeitliche geschmolzene Legierung brauchen wir. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Leder und einen Haufen anderes Zeug. Ich würde sagen, das kaufe ich mir jetzt immer. Und dann bauen wir das Ding einmal zusammen. Sodala, ich habe jetzt die Materialien gekauft. Ihr seht, wir haben hier 3 von dem Leder, eine urzeitlich geschmolzene Legierung und auch 4 Wildfadenspulen. Genau das, was wir hier brauchen. Wenn ich es jetzt anklicke, dann steht dran, ich brauche die Legierung. Ich habe das jetzt auch ein bisschen nachgelesen. Anscheinend braucht man da Stufe 1 Materialien, was schönerweise bei Blizzard anscheinend keiner dachte, dass das wichtig ist, dazu zu schreiben. Also habe ich mir jetzt einmal umsonst die falschen Mats gekauft. Dass euch das erspart bleibt, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ah, seht ihr, jetzt funktioniert es. Also ihr müsst Stufe 1 Materialien kaufen. Mit Stufe 3 Materialien oder 2 geht es nicht. Ist ein bisschen schade. Und übrigens, die Falle ist nicht immer da. Wenn die einen andere weggelootet habt, dann, ja, quasi ist die bei euch auch weg. Das wird ein bisschen dauern, bis es wieder nachspawnt. Vorher war ich hier mal kurz, da habe ich die selber aufgenommen, weggeschmissen, um zu gucken, ob sie direkt nachspawnen. Und nein, tut sie nicht. Also, das dauert tatsächlich ein bisschen. Wie lang, weiß ich leider nicht. Gut, aber jetzt haben wir unsere Falle und die müssen wir jetzt einsetzen gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sodala, als nächstes müssen wir uns mit der Entenfalle eine Ente besorgen.
Und dazu bin ich jetzt einen Ticken den Fluss raufgeflogen. Also ich sehe, jetzt bin ich hier quasi bei den Koordinaten 72, 76. Und ja, da sind ein Haufen Enten und da werden wir uns jetzt mal eine holen. Von denen hätte ich gesagt, schauen wir mal, werfen wir die Entenfalle drauf. Und jetzt habe ich eine gefangene Ente. Und mit der gefangenen Ente müssen wir jetzt weiter tigern. Übrigens, wenn die Entenfalle bei euch da nicht im Lager liegt, wenn, dann wartet ihr, bis sie nachspawnt. Oder ihr selber hoppt halt ein bisschen, ne? Einfach in Gruppen reingehen, die jetzt hier in der Ebene von Onara unterwegs sind. Und dann könnt ihr euch die vielleicht rauslooten. So, wir müssen jetzt die Entenfalle irgendwo hier aufstellen. Da habe ich mir schon so einen Mark gesetzt. Und zwar anscheinend hier genau. Okay, jetzt sind wir relativ auf dem Punkt. Jetzt gucken wir mal. Gültiges Ziel. Irgendwo hier müssen wir sie hinstellen. Vielleicht muss ich die Ente hier ins Target nehmen. Okay, ich muss jetzt mal gucken, wo ich genau hin muss. So, dala Leute, jetzt habe ich rausgefunden, was das Problem war. Also das Entchen muss man anwenden auf das große Nest. Das große Nest ist aber anscheinend nicht immer da. Und zwar auf meinem Server war es jetzt eben nicht da. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen hier gehoppt und jetzt seht ihr, haben wir hier ein Nest. Und wenn das Nest da ist, dann können wir das Entchen quasi ins Nest setzen. Aber nur so funktioniert das. Also wenn ihr kein Nest habt, dann macht es wie ich, hoppt ein bisschen, bis ihr das Nest habt. So, jetzt haben wir das Entchen hier drin hocken. Und jetzt müsste dann eigentlich ein Rare spawnen. Und da haben wir ihn auch schon. Und von dem Rare können wir jetzt dementsprechend wieder ein Foto machen. Warte mal, komm, du bist mit drauf. So, also ein Foto. Schauen wir mal, ob es gezählt hat. Drehen wir uns mal noch ein bisschen. So, also der müsste auf jeden Fall gezählt haben. Machen wir das mal aus. Und dann gucken, wenn sie Chief sind. Genau, da haben wir den Quarker auch abgehakt und jetzt können wir ihn quasi noch umhauen. Also nochmal für die, die das jetzt noch nicht ganz verstanden haben. Es ist tatsächlich ein bisschen komplex. Also ihr müsst euch die Falle holen in dem Lager, wenn das Lager quasi an der richtigen Stelle hier unten ist. Wenn ihr die Falle habt, holt euch hier so ein Entchen. Dann geht er hier hoch zum Nest. Wenn das Nest nicht da ist, müsst ihr ein bisschen Server hoppen, bis das Nest da ist. Dann könnt ihr das Entchen anwenden und erst dann kommt der Rare. Ist jetzt bei mir auch echt ein bisschen blöd gewesen. Ich dachte mir schon, ich bin am falschen Ort, aber nein, das Nest ist anscheinend nicht immer da. Ne? Gut, das war es eigentlich auch soweit an der Stelle. Dann können wir zum nächsten weiter gucken. Dann kommen wir zum letzten Mob und zwar habe ich mir den eben schon geholt, hat das aber irgendwie blöderweise nicht aufgenommen. Da haben wir einmal Eldorin der Wiedergeborenen und das mit Abstand der beschissenste von allen. Und zwar, wo kann der spawnen? Wir sind hier einmal in Taldrassos und hier sind wir auf den Koordinaten 47, 51 und dort ist quasi sein Spawnpunkt. Das ist hier so ein kleines Plateau, ich fliege jetzt mal einen Ticken nach oben, dass ihr das vielleicht ein wenig sehen könnt. Also hier haben wir so diesen Kamm, ne, und da auf dem Plateau drauf spawnt er. Der ist relativ selten, das sind einige Stunden Respawn-Zeit und zwar funktioniert so, alle zwei Stunden zu einer ungeraden Uhrzeit spawnt einer von diesen Random Rares. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auf dem, oder spawnen, es hieß es spawnen zwei Random Rares. In WoW Head hatte ich nachgelesen, dass es in allen Zonen anscheinend der Fall sein soll. Ich war jetzt hier fast den ganzen Tag gestanden und zwar ist es immer zur ungeraden Zeit. Also heißt um 23 Uhr, um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Ne? Und dementsprechend hatte ich mir auch ein Add-on drauf geholt und zwar Silver Dragon, das einfach so ein Rare-Announcer ist. Das zeigt teilweise auch Rares ab an, die weiter weg sind. Und quasi vor zwei Stunden ist dann auch genau um quasi 9 Uhr der Rare Counter hier mit Silver Dragon, ihr seht, da hat er auch gerade eine Kiste gefunden, aufgeploppt und hat mir einen Rare angezeigt, der da hinten ist, ne, irgend so ein Goblin Dude. Also das mit dem Timer scheint schon hinzuhauen. Und jetzt genau um 23 Uhr ist der hier gespawnt, da warten auch meistens schon einige Leute. Ihr müsst also nicht die ganze Zeit durchcampen bei ihm, sondern immer zu der vollen ungeraden Stunde, ne, einmal hier euch hinstellen, schauen, ob der Dude spawnt. Das ist so ein Feuerfalke, hat so 2,2 Millionen Leben. Den umhauen und dann ein Bild machen. Bei mir war es so, er wurde gerade umgehauen, wenn ich eingeloggt bin mit dem Char, weil ich ein bisschen spät dran war. Und es geht auch, dass ihr die Leiche fotografiert. Die spawnt halt nach ein paar Minuten, also müsst ihr schnell sein. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ist halt ein bisschen ein Gecampe, beziehungsweise ihr müsst halt immer dran denken, dass ihr dann halt dementsprechend da einloggt. Ich habe einen zweiten Account hingestellt, dass ich sehe, okay, wenn er spawnt, logge ich um und dann holen wir das Bild. Mehr ist es nicht. Und ja, damit sind wir mit allen durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.